Herzlich willkommen zu Nähen ganz einfach. Ich habe euch vor einigen Tagen ein Video gemacht, in dem wir einen Brustabnäher aus einem Teil rausgedreht haben und haben eine komplett neue Idee für ein Vorderteil, eine Tunika, eine Bluse dadurch erstellt, indem wir diesen Abnäher weggedreht haben und andere Nähte sozusagen als komplett neues Design für ein Teil gezeichnet. Und ich habe euch versprochen, das Video dazu, wie ich dann diesen Schnitt verwende bei einem gestreiften Stoff, den ich als Rest mit 75 cm habe. Und da ich der Meinung bin, Versprechen sollte man einhalten, möchte ich das auch hiermit jetzt gleich tun und zeige euch, was ich mit diesem veränderten Schnitt nun anstellen werde, wie ich das zuschneiden werde, das Vorderteil, und wie ich dann weiter die Verarbeitung und die Näharbeiten dazu mache. Und vielleicht habt ihr ja Lust und Laune zuzuschauen, denn ich hoffe, euch damit eine neue Idee zu geben, denn viele von uns haben jetzt so viel Zeit, sich hinzusetzen und einfach mal was Neues auszuprobieren und sich vielleicht mal ein ganz neues und anderes Teil nähen, was ihr bis jetzt vielleicht noch gar nicht gemacht habt in dieser Art und Weise. Also fangen wir an. Für diejenigen von euch, die das Video von dieser Schnitterstellung noch nicht gesehen haben, ich werde die Verlinkung in der Infobox für euch reingeben, sodass ihr das gerne euch anschauen könnt, falls ihr Interesse habt. Und hier nochmal zur Wiederholung, ihr erinnert euch, die es gesehen haben, wir haben unseren Halsausschnitt, die Armausschnitte, hier waren die Abnäher, die wir reingedreht haben, haben vorerst unsere Linien festgelegt, wo wir das Ganze durchschneiden möchten und haben diese drei Teile draus gemacht. Und ich sagte euch ja, ich habe einen Streifenstoff, aber ich möchte das nicht ganz einfach alles im Fadenlauf zuschneiden. Denn genau darum geht es ja auch sehr, sehr oft, dass ihr mir die Fragen stellt, wo ist denn bei diesem Teil der Fadenlauf? Wie muss ich das schneiden? Muss das im Fadenlauf sein? Und genau das möchte ich euch hier zeigen. Denn man muss nicht alles genau im Fadenlauf schneiden. Ich habe jetzt meine Schnittteile, die Originalgröße, unten drunter liegen und habe mal die kleinen hier oben drauf gelegt, damit ihr seht, wie ich mir das gedacht habe. Und zwar, das ist eigentlich mein Fadenlauf. Und dieses Teil, wie ihr es hier sehen könnt, mit meinem abgerundeten Saum hier unten, das habe ich im Fadenlauf geschnitten. Das obere Teil habe ich genau quer zum Fadenlauf geschnitten. Also so wäre der Fadenlauf gewesen, aber ich habe es quer genommen. Das heißt, einfach in einem 90 Grad Winkel dann mir angezeichnet und zugeschnitten. Und dieses mittlere Teil, könnt ihr sehen, habe ich zwar im Fadenlauf geschnitten, aber so im Fadenlauf, dass meine beiden geraden Kanten von diesem Schnittteil mir dann auch die Geraden hier geben. Und so erhalte ich nämlich ein komplett anderes Teil, als hätte ich das jetzt alles im Fadenlauf geschnitten. Dann wären zwar auch meine Abnäher weggedreht, aber ich bekomme nicht diesen Look, den ich da reinarbeiten möchte, in dieses Teil. Nun müsst ihr aufpassen, wenn wir nun diese Nähte zusammennähen. Eigentlich ist es ja eine gerade Naht. Wir haben zwar hier so eine ganz kleine Rundung drin, aber da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, das ist ja ganz einfach reinzunähen. Wenn ihr das Ganze aus einem gewebten Stoff gemacht habt und habt das hier so genommen, habt ihr einen großen Vorteil. Denn das ist ja schräg durch diese Schräge, die wir gezeichnet haben. Genau das gleiche hier. Aber dadurch bei diesem Webstoff, dadurch, dass ich den jetzt genau im Fadenlauf an diesen Kanten geschnitten habe, habe ich hier eine feste Schnittkante und habe auch hier eine feste Schnittkante. Und das macht es mir so leicht, das zusammenzunähen. Denn ich werde nun, wenn ich das zusammennähe, nicht auf diesem oder auf diesem Teil nähen, sondern ich schlage mir das da drauf und werde keine Probleme haben, dass ich Angst hätte, mir diese Teile auszuziehen. Das heißt, ich nähe hier drauf und dann mache ich genau das gleiche hier. Ich schlage mir das um und nähe wiederum auf meinem Teil hier, das ich nicht ausziehen kann, sodass beide dieser Nähte wunderbar fixiert sind. Solltet ihr natürlich das Ganze jetzt in einem Jersey-Stoff machen wollen, dann empfehle ich unbedingt, euch vielleicht die Kanten von diesem mittleren Teil ein Nahtband reinzunähen
oder auf euch vielleicht an die Kante einen schmalen Flisselinstreifen aufzubügeln, der euch das Ganze in Form hält. Denn wenn ihr das alles im Schrägen habt und habt dann noch gleichzeitig einen Jersey-Stoff, wird das nicht lange dauern nach 2-3 Wäschen, dass sich das alles auszieht. Also da müsst ihr drauf achten. Was natürlich sehr schön ist, mal angenommen, ihr habt einen sehr schönen Webstoff und habt einen passenden Jersey-Stoff dazu und die harmonieren miteinander, dann könnt ihr das Teil wiederum im Fadenlauf aus dem gewebten Stoff schneiden und diese beiden Teile würdet ihr dann in eurem Jersey schneiden und dann geht ihr genauso vor, wie ich es eben erklärt habe, denn dann habt ihr ja zwei Kanten, die diese Sachen wunderschön halten und das zieht sich nicht aus. Und ich weiß ja, sehr viele von euch arbeiten unwahrscheinlich viel mit Jersey und da werdet ihr das alles erlebt haben. Wenn ihr irgendwo Schrägen habt, 0, nix will sich das Zeug nach ein paar Wäschen oder auch nach dem Tragen ausziehen und das hängt dann rum, ist nicht schön. Also, das wäre mein Vorschlag für euch, egal aus welchen Stoffen ihr es macht, achtet auf alle Fälle drauf, dass ihr bei dieser Geraden unbedingt die Kanten fixiert habt oder wie gesagt, mit einem Webstoff im Fadenlauf geschnitten habt oder natürlich auch quer. Das ginge natürlich auch. Auch hier, wenn ich das habe, habe ich ja auch keine Dehnung drin. Das wäre also, ich meinte jetzt, wenn ich das, egal ob ich das jetzt so geschnitten hätte, hier habe ich ja kaum eine Dehnung drin oder so. Also das ist dann beides möglich. Gut, dann werde ich erstmal so weit vorgehen, dass ich das zusammennähe und zeige euch dann, wie ich weiterarbeite damit. Den Rücken wollte ich euch auch noch gerade zeigen. Den habe ich ganz normal im Fadenlauf geschnitten als ein Teil und natürlich habe auch den Saum in der Form gemacht wie beim Vorderteil. Ansonsten habe ich hier gerade noch mal den Originalschnitt, wie ich ihn hatte, aufgelegt mit der Rausdrehung der Brustabnäher. Und nun könnt ihr sehen, wie ich das Ganze zusammengenäht habe und man kann hier auch andeutungsweise jetzt glaube ich auch im Video sehen, dass da meine Brustform drin ist. So, ich habe das wie vorhin erklärt zusammengenäht und habe mir natürlich die Nähte versäubert und habe sie festgesteppt und zwar auf den mittleren Teil. Einmal hier und einmal hier, knapp bei einem Millimeter. Nun werde ich diese Spitze verwenden, die ich zum Glück noch da hatte und zwar werde ich die einmal hier drauf setzen und logischerweise auch hier drauf setzen. Und zwar setze ich sie so, dass ich sie jeweils versuche, eher zum mittleren Teil hinzuschieben, obwohl ich diese Naht natürlich, die unten drunter liegt, auch ganz bedecken möchte. Aber dadurch wird mir das in der Mitte optisch noch ein bisschen schmaler, als wenn ich es jetzt genau ans andere Ende legen würde. Denn durch die schmalere Optik wirkt das Teil dann auch wieder schmaler. Das heißt für mich, wenn ich es trage, etwas schlanker. Und man versucht ja immer, die Mode so zu machen, dass sie uns möglichst vorteilhaft zeigt. Und deshalb kann man da nochmal mit so Kleinigkeiten variieren und das hin und her schieben. So, mit anderen Worten, ich werde jetzt diese Borde aufnähen. Und zwar nur einmal. Also man könnte sie ja oben und unten annähen, aber ich werde so hier in diesen oberen Bereich reingehen, da wo meine Naht ist, das wird dann lose hängen. Und hier unten mache ich das genauso, dass ich die auch nur hier in dem oberen Bereich von der Borde festnähe und das weitere fällt dann nach unten. Sobald ich das gemacht habe, werde ich natürlich die Schultern zusammennähen und dann habe ich bereits für meinen Halsausschnitt einen Formstreifen geschnitten in 4 cm Breite. Und habe mir den schon so knappe 7-8 mm umgebügelt, so wie ihr das hier seht. Und habe auch das gleiche schon für den Rücken gemacht. Und da habe ich drauf geachtet, genauso wie hier, vielleicht habt ihr das schon gesehen. Ich habe mir das so geschnitten, wenn ich das jetzt verstürze, dass mein Muster jedenfalls hier auf dieser Hälfte, da geht es ja nicht, aber hier genau aufeinander passt, weil dieser Stoff minimal durchsichtig ist. Und da möchte ich nicht, dass das unruhig wird durch die Streifen. Also habe ich die hier genau mit dem Muster geschnitten. Und genau das gleiche habe ich jetzt auch hier schon bei dem Rückenausschnitt gemacht. Auch da könnt ihr sehen, habe ich das so geschnitten, dass ich das Verstürzen genau mit dem Muster hier machen kann. Und wenn ich es dann rumdrehe und gegensteppe,
ist auch mein Muster genau aufeinander. Denn wie gesagt, mir geht es eigentlich wirklich nur um dieses Durchleuchten. Das seht ihr auch hier wahrscheinlich ganz minimal jetzt mit der Kameraeinstellung, dass mir sonst das Muster durchschimmert. Möchte ich also nicht. Also zur Wiederholung. Ich nähe jetzt meine Borde auf, schließe die Schultern vom Rücken und Vorderteil und natürlich das gleiche von diesen Belägen. Nähe dann meinen Beleg bei ca. 7-8 mm rundherum einmal an, knipse mir alle Rundungen ein, drehe es nach links und steppe es genau wie umgebügelt dann fest. Schauen wir uns also an, was ich bis jetzt gemacht habe. Wie erwähnt, habe ich diese Borde aufgenäht und zwar so, dass sie eher mehr zu meinem Mittelteil hier drauf kommt. Das könnt ihr sehen. Aber ich wollte natürlich auch komplett die Naht bedecken. Ist ja klar, so dass das einen schönen Übergang ergibt. Dann hatte ich euch ja gezeigt, dass ich den Formstreifen geschnitten habe und habe den, nachdem ich die Schultern geschlossen habe und die habe ich auch übersteppt, weil ich finde es immer schöner, wenn ich eine Naht bei Blusen oder bei so leichten Stoffen habe, auch dieser Baumwollstoff hier, der ja eher leicht krumpelt. Das heißt, wenn das Teil aus der Waschmaschine kommt, muss alles gebügelt werden. Und wenn ich dann eine Naht übersteppt habe, bleibt die mir schon von vornherein so liegen. Also ich mache mir die Bügelarbeiten damit so viel einfacher im Anschluss. Ja, dann hatte ich, wie gesagt, diesen kompletten Beleg aufrechts aufgelegt gehabt, angenäht. Ich hatte ja diese Kante schon umgebügelt gehabt, das heißt, ich habe es dann nur drauf gesteppt, so dass es dann rechts wie links eigentlich fast gleich aussieht. Und das gibt immer einen sauberen Abschluss. Dann hatte ich die Seitennähte geschlossen und auch die, wie ihr sehen könnt, habe ich einmal knapp zum Rücken hin, genau wie die Schulter habe ich auch zum Rücken hin übersteppt. Das ist eine Naht, die sieht man kaum, aber wie gesagt, beim Bügeln anschließend ist das so viel einfacher. Den Saum habe ich zweimal auf 7 mm umgeschlagen und habe ihn genäht. Das ist auch schon fertig. Und dann hatte ich schon bereits ein Armloch auch gemacht. Auch das habe ich genau wie meinen Halsausschnitt vorbereitet, indem ich einen kompletten Formstreifen geschnitten habe nach meinem Schnittmuster. Denn auch das hier konnte man sehen, war schon ein bisschen mehr geworden von meinem Schnitt her. Also muss ich wieder den Schnitt nehmen und diesen Formstreifen schneiden und nicht das Teil nehmen, weil das könnte sich schon ausgezogen haben, muss man darauf achten. Was ich auch nicht gemacht habe, meistens ist es ja so, dass ich bei den Formstreifen eine Flisseline gegenklebe, damit mir das noch stabiler wird. Aber wie ihr sehen könnt, ist das ja ein ganz lockeres, leichtes Teilchen. Und da wollte ich diese Verstärkung hier gar nicht drin haben. Und zumal es mir auch so mit dieser Baumwolle auch so super liegen bleibt. So, jetzt werdet ihr euch wundern, warum das hier alles von den Streifen her so kunterbunt aussieht. Ja, das hing damit zusammen, dass ich wirklich nur noch ganz wenige Restchen übrig habe von meinen 75 cm Stoff, den ich hatte. Das heißt, ich habe da ein bisschen rumbasteln müssen, um das überhaupt rauszubekommen. Aber es geht, man kann es zwar hier leicht durchschimmern sehen, dass die Streifen anders laufen, aber mir war es eben nur so möglich, aber von der Verarbeitung her wieder ganz genau wie der Halsausschnitt. Und ihr könnt sehen, das ist einfach ein sauberes Bild. Ich hatte zwar ursprünglich überlegt, eventuell den Ärmel auch noch irgendwie mit der Borde zu machen. Aber dann habe ich gedacht, das wird zu überladen. Also da muss man immer drauf achten. Wenn ich hier schon so eine gewisse Unruhe durch den Schnitt, durch die Streifen reingebracht habe und verdecke das hiermit, wenn ich jetzt hier noch mit weitergearbeitet hätte, obwohl ich genug gehabt hätte von der Borde und ich liebe diese Borde, aber das wäre zu überladen geworden. Also da immer drauf achten, auch wenn ihr denkt, ach, dann mache ich das jetzt noch dran und das noch dran. Also sich ruhig nochmal das Teil anschauen und immer wieder überlegen, wie will ich weitermachen? Oder passe ich mir das mit dem Schrägband ein? Auch das hatte ich kurzfristig überlegt gehabt, weil ich so wenig von dem Stoff hatte. Das heißt, wenn ich es jetzt als Schrägband geschnitten hätte, hätte ich natürlich auch hier nochmal eine andere Unruhe reingebracht. Das, wie ich es jetzt gehalten habe, passt zufällig ziemlich gut, aber das wäre ja hier nicht der Fall gewesen.
Wenn das jetzt als Schrägband geschnitten gewesen wäre, hätte ich da nochmal eine Unruhe reinbekommen, wie gesagt. Also von daher finde ich diese Lösung wesentlich schöner. Es wirkt eleganter, es wirkt ruhiger und es bekommt einfach einen sauberen, abgeschlossenen Look, den ich hier habe. So, was muss ich jetzt hiermit machen? Da habe ich es ja schon gemacht. Ich werde mir das nun hier wieder so auflegen und die Naht, die ich hier in den Kanten am Halsring und auch am Armloch gemacht habe, ist nur 7 mm breit. Das heißt, ich nähe den jetzt ganz genau einmal rundherum 7 mm an, schlage es rum, knipse mir komplett wieder alle Rundungen ein, ganz wichtig, sonst liegt euch das so nicht da. Dann steppe ich das einmal auf dem Streifen dagegen, könnt ihr auch hier sehen, einmal gegengesteppt und umgebügelt ist es schon, das macht man auch vorher, weil man das ganz schwer nur, oder es ist blöd, es dann anschließend zu machen, wenn es schon eingenäht ist. So ist schon umgebügelt, das heißt, ich steppe hier dagegen und steppe mir einfach diesen Beleg auf und dann sieht das ganze Teilchen hier so aus. So, ich mache das gerade fertig und zeige euch dann das fertige Teil. Ja, und damit, meine Lieben, würde ich sagen, der Sommer kann kommen. Wie ihr seht, ich stehe schon hier in der Sonne, obwohl es ein ganz kühler Tag heute draußen ist, aber die Sonne verspricht, es geht bald los. Und das heißt mit anderen Worten, ihr müsst bald anfangen, für euch schöne Tops für die sommerlichen Tage oder auch jetzt schon für den Vorsommer zu machen. Also ihr seht, so ist es geworden, das Teilchen. Ich bin eigentlich rundherum zufrieden damit und hoffe natürlich, ihr seid das auch, wenn ihr es dann für euch macht. Wagt euch dran, es ist keine schwere Arbeit. Und ist absolut auch ein Teil, das Anfänger unter euch gut nähen können. Denn ihr habt kein Problem mit den Abnäherspitzen, denn das haben wir ja alles wunderschön mit diesem Schnitt in die Nähte reingelegt. Und dann ist es fast wie eine gerade Naht zu nähen. Damit sage ich wieder einmal Dankeschön fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüss. Bis bald. Eure Lilo.